Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von US Midweek Charts. Mein Name ist Bernd Sinkowski, es ist der 6. März 2023. Bevor wir heute die US-Indizes analysieren, also in dem Video geht es hauptsächlich US-Indizes. Ich habe auch wieder Amazon und Apple mitgebracht, weil einfach das Chartbild, beziehungsweise es gab Signale oder besondere Kerzenformationen, deswegen habe ich sie wieder mitgebracht. Eben auch gleich der Hinweis. Nächste Woche findet keine sozusagen Chartshow statt. Da bin ich im Urlaub und auch Ende März werde ich nochmal eine Woche Resturlaub nehmen. Doch nun eben direkt zu den US-Charts. Nächste Woche findet eben am 15. März der Hexensabbat statt an den Terminmärkten. Bis dahin könnte es tatsächlich noch heiß hergehen. Zudem findet heute um 16 Uhr eine Rede von Fed-Chef Powell statt. So, lange Rede, wir schauen gleich einmal den S&P 500 Index an. Hier habe ich den 4-Stunden-Chart mitgebracht. Ja, muss ich auch immer mal wieder kurz drauf schauen. Einmal ist das Tageschart, einmal 4-Stunden-Chart. Doch hier im 4-Stunden-Chart sieht man immer wieder hier sehr schön, wo die Bullen zugegriffen haben, war eben der EMA 50 eben im 4-Stunden-Chart und gestern eben knapp darüber. Eventuell kann sich sowas eben ausbilden. Und von den Mustern her aber, ja, die letzte Bewegung. Hier ist vielleicht was fertig geworden. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, aber vom Trend her ist alles noch aus Sicht der Bullen tatsächlich kaufenswert. Ja. Anders wird es aussehen, wenn jetzt heute diese negative, also die US-Indizes haben eigentlich nur in den letzten, der letzten halben Stunde Gas gegeben. Sonst war tatsächlich über den ganzen Handelstag der Index und die Futures sehr schwach. Gleich schauen wir auch sozusagen die Indikation an. Also hier im Hinterkopf absolut Trend bestätigen noch, nichts verletzend, auch das letzte Tief hier nicht unterschritten, sondern genau an diesem Punkt nach oben gedreht. Schauen wir jetzt hier die Sachlage in dem Future, also in der Indikation an, dann sieht man hier macht der S&P genau jetzt um 13.40 Uhr neues Tageshoch. Also die Kerze, hier sind wir auch im 4-Stunden-Chart unterwegs. Hier gab es die Kerze, die extrem, ja, Hammerkerze, bullische Kerze. Und ja, der Index kann jetzt noch und darf aus der Sicht noch ein Stück weit steigen, 6 bis maximal 10 Punkten, würde ich sagen. Und wenn dann die Bären nicht zurückkommen, dann sieht es natürlich sehr mau aus. Wieso ich jetzt hier eben unter anderem es so sehe, ja, wie gesagt, dass eben hier was Negatives sein kann, ist einfach die Tatsache, dass hier eine absolut extrem bärische 4-Stunden-Kerze zustande kam. Aber die würde jetzt eben mit dieser extrem bullischen 4-Stunden-Kerze eben, sag ich mal, fast negiert, beziehungsweise halt ausgekontert. Also ist er hier von den Sachen eigentlich neutral. Und solange eben er noch unter der 5.125 Punkte Marke notiert, kann es ihr eben nochmal im zweiten Abverkauf folgen. Schauen wir hier den Nasdaq an, der war frühzeitiger schwacher unterwegs, der hat an dem Montag kein neues Allzeithoch gemacht, der war auch den ganzen Tag sehr schwach und ja, schloss jetzt eben unter der 18.000 Punkte Marke. Hier schauen wir jetzt gleich nur, bevor wir in die Indikation schauen, hier der Hinweis, ja, 17.500 Punkte wäre hier, liegt ein großes Gap. Also wenn auch hier, wieder kurz im Hinterkopf, solange eben der S&P kein neues Tief macht, wird vermutlich der Nasdaq auch kein Tief machen. Sollte aber der Nasdaq hier unter die 17.800 Punkte Marke fallen, dann kann es relativ schnell gehen und der Index kann 300 Punkte, beziehungsweise ja, 300 Punkte abgeben rund. Schauen wir die Indikation an. Ja, fast tageshoch, also ist ein bisschen, liegt auch jetzt heute schon wieder ein bisschen hinter dem S&P 500 Index, aber sei es drum, hier ist die Möglichkeit, dass, oder in der Widerstandszone, dass eben die Möglichkeit von den Bären, dass eben unter der 18.100 Punkte Marke ist Richtung, ja, eben hier kurzfristig nochmal 17.875 Punkte gehen kann. Und darunter, eben hier sind wir im 4-Stunden-Chart, erst einmal zu 17.600 bzw. 17.675
650 Punkten. Das wären jetzt hier die Ziele, eben unterhalb von 18.125 Punkten. Der Dow Jones Index, ja, hier letzte Woche war ich nicht ganz sicher, ob es ein neues Hoch noch braucht oder nicht. Von dem Muster wäre auch ein neues Hoch denkbar gewesen. Wenn man jetzt hier aber was Überschießendes sieht, dann darf hier das gar nicht stattfinden, sondern vielleicht maximal hierher. Und dann gibt es tatsächlich eine neue dynamische Impulswelle. Doch wie gesagt, wir haben ja vorher die S&P und den Nasdaq angeschaut. Die sind ja richtige Verkaufssignale, habe ich auch erzählt, gibt es nicht. Es ist nur die Möglichkeit, dass es eben eine zweite Korrekturbewegung kommt, die eigentlich sehr oft ausgefallen ist. Wie gesagt, spannend wird es eben um 16 Uhr. Und hier kann ich eigentlich tatsächlich auch eine Marke nennen, hier unter 39.000 Punkte. Kein Tagesschlusskurs, kann es eben hier wie eingezeichnet auf alle Fälle nochmal Richtung 38.000 Punkte gehen. Und hier jetzt wieder die Indikation, ja, hier gibt es die 38.800er Marke, so Maximallevel, Erholungslevel. Bleibt es eben hier unter dem EMA 50 im Stundenchart, ja, das liegt hier auf dem 38.800 Punkte Level. Hier sieht man ja, wie viele horizontale Widerstandszone das hier darstellt. Und dann kann es eben hier schön nochmal fallen. Hier wäre jetzt erstmal auch 38.300 Punkte eventuell angesagt. Wie erwähnt, habe ich die Amazon-Aktie mitgebracht. Hier war immer mein Tenor, ja, nachhaltiger Ausbruch über 175, beziehungsweise dann eben die 180. Das war hier noch eine Linie. Soll nicht erfolgen, hier ist der Tageschart abgebildet. Hier eine absolute Doji-Kerze, Umkehrkerze und gestern eigentlich die Bestätigungskerze. Bleibt aber noch in der Widerstandszone, aber für mich ist es eben hier plausibel, dass eben wie schon auch die letzten Wochen so ein Gap-Close bei 160 US-Dollar stattfindet als ein Ausbruch über 180 US-Dollar. Da bleibe ich bei meiner Meinung. Die Apple-Aktie war hier sehr oft auch die Rede davon und auch die Marke von den 180 US-Dollar, wenn die auf Tagesschlusskursbasis hier bricht, genau genommen eben die 179,25, dann sollte es hier so eine Abwärtsbewegung kommen. Wie man hier sieht, gab es ja Downgaps, also das war auch der Grund, wieso der Nasdaq schwach war. Apple war auch fast hauptsächlich dafür verantwortlich, nicht ganz hauptsächlich, auch eine Microsoft war gestern schwach. Und hier kann, aber muss es nicht mehr, hat ja schon eine große Wegstrecke hinter sich gelegt. Kann es jetzt wie hier in dem Grauen, schon wie letzte Woche angezeichnet, vielleicht ist es hier die perfekte Prognose. Es ging runter, genau an dieses Level, also wer das Video von der letzten Woche nochmal anschauen kann. Wie gesagt, der Pfeil wurde nicht geändert, sieht man auch, dass der hier angesetzt ist. Und kann dann tatsächlich hier bis zu diesem Level ging es Rücklauf, dann wäre es hier eine Verbindung, beziehungsweise vielleicht Gap Close 175 und dann nochmal Richtung 165 US-Dollar abfallen. Somit danke fürs Zusehen und wie gesagt, nächste Woche gibt es sehr wahrscheinlich, weil ich im Urlaub bin, also ich will es nicht versprechen, eventuell mache ich trotzdem eins, aber normalerweise gibt es nächste Woche kein Video.